Starship löst dieses Problem halt, weil die zweite Stufe eben dann auch zurückkommt. Aber das ist natürlich ein dramatischer Unterschied dafür, dass man normalerweise Hardware in Wert von mehreren 10 Millionen, teilweise 100 Millionen oder noch mehr einfach wegschmeißt. Alle 3 Tage im letzten Jahr, right? Nicht? Etwas mehr. Dann heißt es, wie alle 3 Tage eine neue Oberstufe. Die ESA hat das gerade mit vielen, vielen Jahren geschafft. Und dann kommen wir daher und schaffen das eben auch nicht. Das gilt übrigens mit vielen anderen Dingen auch nicht. Ich meine, wenn Leute sagen, das ist unmöglich, ist man ja eigentlich auch schon fast auf der richtigen Spur in dem Fall. Und dann kann man anfangen zu basteln, ja. Die Geschwindigkeit ist einfach alles, was immer zählte für SpaceX. Ja, ich freue mich unheimlich, dass ich Hans Königsmann zum zweiten Mal hier auf Senkrechtstarter begrüßen darf. Hallo Hans, wie geht's dir? Danke, gut. Und selber? Auch sehr gut. Ich mache für die Leute, die dich nicht kennen, also die vielleicht erst in den letzten Wochen oder so auf Senkrechtstarter gepurzelt sind, mache ich mal eine kurze Introduction. Und zwar, du bist tatsächlich von Tag 1 wirklich bei SpaceX gewesen. Also ich glaube, es ist fast genau auf den Tag 22 Jahre her. Also ich muss so März 2002 gewesen sein, oder? Ja, genau. Also SpaceX wurde formal an dem Tag gegründet. Ich habe angefangen am 28. Mai. Bei der Gründung selber war ich nicht dabei. Das waren Tom und Chris und Ida natürlich. Und ich war dann der Erste, der danach dazu kam. Ja, und ich habe es beim letzten Mal habe ich so ein bisschen angekündigt, als oder beziehungsweise was das für ein absoluter Ritt ja irgendwie war. Also war, wo irgendwie SpaceX als Startup mal angefangen hat und wo es jetzt auch im Prinzip steht und eine ganze Branche revolutioniert hat. Und ich glaube es nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, du bist einer der Väter von Falcon 1, Falcon 9, Dragon und Crew Dragon, also praktisch den Arbeitspferden von SpaceX, die im Prinzip SpaceX groß gemacht haben und die SpaceX zu dem gemacht haben, was es heute ist. Und jetzt steht da, oder Falcon 9, sage ich jetzt mal, ist die Rakete des 21. Jahrhunderts, würde ich mal bezeichnen. Und jetzt steht da schon die nächste Rakete und das könnte praktisch das nächste große Ding sein. Was fasziniert dich am Starship am meisten? Na gut, ich meine, also Falcon 9 ist ja halb wiederverwendbar, nicht der oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr von Kosten her und auch mehr von der Hardware. Also die erste Stufe und das Fairing ist wiederverwendbar und HAL Dragon ist auch wiederverwendbar. Aber die zweite Stufe selber, die Oberstufe, ist nicht wiederverwendbar und wird momentan halt nach jeder Mission also wieder runtergenommen und im Ozean versenkt oder verbrannt in der Atmosphäre, je nachdem. Das Problem ist halt, das muss man nach wie vor sozusagen kaufen und wegschmeißen. Ja? Und Starship löst dieses Problem halt, weil die zweite Stufe eben dann auch zurückkommt. Das heißt im Prinzip, die Rakete ist nicht viel anders als ein Flugzeug, was die Wiederverwendbarkeit angeht. Da ist noch ein weiter Weg hin. Nicht? Also das ist ein bisschen flott gesagt. Aber das ist zumindest so, damit ist die Möglichkeit gegeben, den Betrieb so wie mit dem Flugzeug zu machen, langfristig und dann auch entsprechend halt auch Zuverlässigkeit zu verbessern und vor allen Dingen die Preise zu senken, weil dann geht es halt nur noch um Treibstoff und Operations und natürlich doch die Entwicklung muss im Nachhinein bezahlt werden. Aber das ist natürlich ein dramatischer Unterschied dafür, dass man normalerweise Hardware in Wert von mehreren 10 Millionen, teilweise 100 Millionen oder noch mehr einfach wegschmeißt. Und da muss man ja auch sagen, von wegen, für den Rest der Branche wäre das noch ein viel, viel größerer Schritt von komplett Wegraketen zu komplett wiederverwendbaren Raketen. Jetzt muss man sagen, ne, du sagst, die Oberstufe schmeißt SpaceX weg. Auch da ist SpaceX extrem gut geworden. Also ich weiß nicht, ich glaube, alle 2 Wochen oder so wird so eine Oberstufe rausgespuckt, wo man sagt, von wegen, früher hat das Jahre gedauert, so eine Oberstufe zu bauen. Und Das muss noch schneller gehen. Ich meine, wenn SpaceX alle 3 Tage oder alle wieder Woche startet, alle 3 Tage im letzten Jahr, right? Nicht? Etwas mehr. Dann heißt es, wie alle 3 Tage eine neue Oberstufe. Also hättest du Hand aufs Herz 2002, hättest du dir gedacht, dass die Raumfahrt 2024 durch SpaceX da ist, wo sie heute ist? ist ja schon eine Weile her, nicht? Also von daher weiß ich nicht genau, ob ich mich. Also ich bin ziemlich sicher, ich hab das nicht gedacht. Und meine Erwartungen waren also wesentlich niedriger. Das hilft übrigens auch nicht. Und von daher ist das schon also mehr, als ich jemals erwartet hatte. Ich meine, alleine
alleine an die Station anzudocken und Cargo zu liefern, war was, was ich gedacht habe, das schafft, also das wäre unglaublich, wenn wir das schaffen, ja. Wenn die, die ESA hatte das gerade mit vielen, vielen Jahren geschafft. Und dann kommen wir daher und schaffen das eben auch nicht. Und dann machen wir noch einen Schritt weiter, wir starten Astronauten. Und das ist schon gewesen, wo ich gedacht habe, naja, das ist wesentlich mehr, als ich jemals halt erwartet hätte. Ne? Gut, Starship ist im Prinzip der nächste logische Schritt. Das ist praktisch der Schritt von Erdumlaufbahn. Jetzt, wie kommen wir zum Mars? Nicht? Und da ist eben Starship auch essentiell. Du hast schon gesagt, so in dem Maße hast du das nicht träumen lassen. Und das waren alles große Errungenschaften. Gibt es etwas, was Starship jetzt in greifbare Nähe rückt, was dich zum Träumen bringt, wo du sagst, okay, geil. gut, also die Möglichkeit halt, die Kosten so weit dramatisch zu senken und dann gleichzeitig halt große Massen hochzuschleppen, das ist natürlich das ist schon ein Ding, nicht? Das wäre schon phänomenal, wenn das klappt. Nicht? Da könnten so Sachen drin sein, wie, was weiß ich, Weltraumtourismus könnte erheblich billiger werden. Mining Operations auf dem Mond könnten stattfinden mit viel mehr Masse, die zum Mond geht. Nicht? Und dann halt eben auch Mars. Zum Mars zu fliegen ist in meinen Augen greifbar. Ich habe mir in den letzten Jahren oft irgendwie anhören müssen, Raketen am Strand zusammenschweißen geht nicht. Und jetzt würde ich sagen, allein schon die letzten beiden Starts, auch wenn sie vielleicht auf der deutschen Presseseite ziemlich zerrissen wurden, alle, die so ein bisschen Plan haben und das Programm verfolgt haben, waren, glaube ich, dann bekehrt und haben sich gesagt, okay, das geht anscheinend doch. Also man kann überall schweißen, auch unter Wasser, nicht? So ist es ja nicht. Und das sagt vielleicht mehr über die Experten aus, als über das eigentliche technische Problem. Nicht? Und gut, schweißen ist nicht mehr leicht. Mit eines der Gründe, warum dass dieses spezielle Material genommen wurde, ist, weil es halt leichter zu schweißen ist im Prinzip als Aluminium. Insbesondere halt dieses schwierige oder hochwertige Aluminium von Falcon 9 und auch Dragon und was auch andere Raketen benutzen, nicht? Ist noch schwieriger zu schweißen, ja. Aber heißt noch lange nicht, dass man es deswegen nicht machen kann. Heißt einfach nur, dass man halt sorgfältig arbeiten muss und dass entsprechend eine Maschine halt bauen muss, die das kann, ohne dass da Schweißfehler entstehen. Das gilt übrigens mit vielen anderen Dingen auch nicht. Ich meine, wenn Leute sagen, das ist unmöglich, ist man ja eigentlich auch schon fast auf der richtigen Spur in dem Fall. Aber das heißt, es ist nicht typisch deutsch, sondern das gibt es auch in den USA, diese Mentalität, dass man erstmal sagt, das kann man nicht. Nee, da ist schon was Deutsches mit dran. Und da ist schon auch oder was Europäisches, würde ich vielleicht einmal mehr sagen. Ja. Da ist vielleicht auch eher so, wie soll man das sagen? Das ist so ein Ding, was man sich einredet, weil man selber will es ja auch nicht machen, ja. Mhm. Und natürlich, das klappt schon nicht, ja. Und es gibt also einige Beiträge im Internet von Leuten, die halt auch darüber geredet haben, mit der Wiedervereinbarkeit und wieder landen und so Sachen, ja. Die ganzen Beiträge haben sich nicht gut gehalten mit der Zeit. Mhm. und das, da muss man einfach vorsichtiger sein, da muss man einfach ein bisschen offener sein. Und das ist jetzt was halt Leute lernen müssen. Nicht? Ich bin durch die SpaceX-Erfolge mit Falcon und Dragon, Crew ist noch nicht geflogen, aber das stand in den Sternen, bin ich zum Starship im Prinzip gekommen und meine Begeisterung zur Raumfahrt wurde dadurch wieder erweckt. Aber ich sag mal, das Starship-Programm, seit es öffentlich ist oder von SpaceX öffentlich kommuniziert, habe ich das verfolgt und gerade irgendwie so die Anfangsphase in Boca Chica, dann waren da irgendwelche Zelte und es waren dann irgendwelche glänzenden Prototypen und das komplette Space Twitter hat sich das Maul zerrissen, warum denn aus Edelstahl, was ist das denn für eine Sache und so weiter. Ja. Und es ist sehr weit gekommen, das Programm. Und ich fand das mit diesen Zelten, mittlerweile wird auch da ja jetzt die Fertigungsanlage auf Häuser oder beziehungsweise auf Fabrik umgebaut und auf moderne Fertigungsanlagen. Das hat mich sehr, sehr an Bilder erinnert von Choirline, also praktisch wie die Falcon 9 entwickelt wurde. Siehst du die Parallelen da irgendwo auch? Zwischen Falcon 1. Also das mit den Zelten ist einfach ein Ding, was man erstmal sozusagen probiert, ob es überhaupt funktioniert. Ja? Ist das fundamental richtig? Ein Zelt ist relativ günstig, bevor ich jetzt ein Haus baue. Ja? Und für mich macht das eigentlich mittlerweile Sinn. Ja? Ich weiß, dass es andere Firmen gibt, die bauen erst das Haus
Und dann stellen sie fest, vielleicht hat das doch nicht machen sollen, oder vielleicht ist das Haus zu groß oder das Haus ist zu klein. Ja? Und von daher finde ich den Ansatz schon gar nicht mal so schlecht. Es geht auch schnell, nicht? Statt jetzt ein Jahr darauf zu warten, bis halt ein Haus fertig ist, baust du das Zelt auf, musst halt ein bisschen Boden machen, halt, also ein Fundament rein und dann war es das nicht. Und dann kann man anfangen zu basteln. Ja? Die Geschwindigkeit ist einfach alles, was immer zählte für SpaceX. Und da, wie das aussieht mit dem Zelt, das war eigentlich nicht so wichtig. Das kann man später noch mal besser bauen, wenn es wirklich auch funktioniert. Und auch ein Parallelbauen sozusagen, ja, für eine Produktion. Wichtig ist erstmal, dass man schnell den Prototyp zusammenbaut und daran dann halt lernt. Nicht? Und das macht für mich halt auch Sinn. Ich weiß nicht, ob du das gesagt hattest, aber oder ob ich es aus dem Buch von Eric Berger habe, dass im Prinzip, wenn selbst in der Startup-Phase, wo SpaceX nicht viel Geld hatte, wenn es die Entscheidung zwischen Geld und Geschwindigkeit gab, ja, dass man ja sich immer versucht hat, für die Geschwindigkeit zu entscheiden, weil sich im Nachhinein das meistens ausgezahlt hat. Ja. Und das, ich weiß nicht, ob es im Burgers Buch drin ist, aber kann sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das normalerweise gesagt hatte. Ja. Und das war halt auch immer halt, wenn, also es gibt natürlich auch eine Grenze. Nicht? Wenn irgendwas 100-mal so teuer ist und die Zeit nur halb so kurz, dann macht man das natürlich nicht, ja. Aber normalerweise ist es eben nicht so. Normalerweise ist es schon, dass das ein Verhältnis ist. Und dann haben wir uns eigentlich auch immer dafür entschieden, die schnellere Sache zu bekommen und die schnellere Lösung zu benutzen, solange es halt eben technisch auch funktioniert, nicht? Ja. Ich hätte dich auch eingeführt, gerade eben mit Falcon 9 Vater und beziehungsweise die Entwicklung von der Falcon 1, Falcon 9 sehr, sehr mitgeprägt. Für den New Space ist so dieses Thema, man benutzt Dinge, die eigentlich nicht in der Raumfahrt entwickelt wurden, sondern man guckt sich an, was vielleicht andere Industrien schon haben, ob man das auch nutzen kann. Ja. Hast du da irgendwie ein Beispiel, was vielleicht bei der Falcon 9 oder Falcon 1, wo ihr was benutzt habt, was man vorher nicht benutzt hat? Ich meine, das ist ja sowieso, vieles davon ist, da ist immer so ein bisschen Legende drumherum, ja, aber wenn was für die Raumfahrt gebaut wird, dann wird das in einem sauberen Raum zusammengebaut und so weiter und so fort, ja. Wohingegen, wenn das produktionsmäßig gebaut wird, an einem Fließband und so, dann ist da oftmals die höhere Qualität drin, weil dann machen die Leute es halt eben, am Tag 1000 Mal, ja.